Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Platzhirsch TV. Und hier muss man keine touristische Fachkraft sein, um sofort zu erkennen, es dreht sich um San Francisco. In diesem Clip erfährst du alles über diese wunderschöne Stadt hier in Kalifornien in Verbindung mit dem Silicon Valley. Denn die ganze Startup-Szene um Google, Apple, Dropbox und Co., da zeige ich dir mal richtige Insider-Infos, was du danach alles richtig Geiles erleben kannst. Also viel Spaß mit dem neuen Clip. Neue Ausgabe, neues Glück, San Francisco. Bevor ich euch alle Infos gebe, erstmal hier unten abonnieren. Der Film geht erst los, wenn du den Kanal abonniert hast. San Francisco mit ihren viktorianischen Häuschen, den historischen Cable Cars, die die steilen Straßen rauf und runter rattern, einer regen Kunst- und Musikszene und zahlreichen Parks ist diese wunderschöne Stadt in Kalifornien jederzeit ein Ort, an dem man gerne sein möchte. Es gibt nur wenige Städte in den USA, die so angenehm zu besuchen sind wie San Francisco, dessen Sehenswürdigkeiten man im Stadtzentrum beinahe komplett zu Fuß erreichen kann. Insbesondere die Viertel um den Union Square im Süden sowie um Fisherman's Wharf herum im Norden von Downtown laden die Besucher geradezu zu einem Spaziergang und Stadtbummel ein. Aber auch für Chinatown dazwischen benötigt man definitiv kein Auto. San Francisco liegt umgeben von der San Francisco Bay im Osten, dem Golden Gate im Norden und dem Pazifik im Westen auf 42 Hügeln. Diese Hügel bieten immer wieder beeindruckende Ausblicke und faszinieren jeden Besucher, auch wenn dieses gleichzeitig bedeutet, dass San Francisco eine Stadt des Auf und Ab ist. Etwa 800.000 Einwohner leben in San Francisco. Es ist nach Los Angeles und San Diego die drittgrößte Stadt Kaliforniens. Als Beinamen führt die Stadt die Bezeichnung The City. Auf keinen Fall darf man Frisco sagen, das ist definitiv verpönt. Allenfalls noch San Fran. Gleich zu Beginn dieses Clips hier in San Francisco habe ich für euch eine gute und ich habe eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht zuerst. San Francisco ist so vielseitig, ich könnte ein Video machen, wo ich 100.000 Tipps euch gebe und ihr 4 Wochen am Stück hier beschäftigt werdet, ohne dass euch ein Tag nur irgendwie langweilig werden würde. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, das kann ich unmöglich machen, weil so viele Tipps, so viele Möglichkeiten. Deshalb konzentriere ich mich auf ein paar ausgefallene Sachen, ein bisschen was Originelles und das ist auf jeden Fall dann euer Programm, wenn ihr nach San Francisco mal fahren wollt, privat oder aber auch mit eurer Company, das sehr gut miteinander ergänzen könnt. Ich bin gerade hier in San Francisco, weil ich mit einem Unternehmen hier bin und wir 4 Tage verschiedene Sachen erleben. Und eine Sache ist ganz wichtig und das ist der zweite Teil in meinem Clip, was ich euch gerne näher bringen möchte. Und zwar ist eine Tour ins nahegelegene Silicon Valley. Also da, wo die ganzen Startups sitzen mit ihren ganzen witzigen, originellen, manchmal auch total verrückten Ideen und wo natürlich auch die ganzen großen Unternehmen sitzen wie Google, wie Apple, wie Uber, wie Dropbox und so weiter und so fort. Und das ist der zweite Teil in meinem Video. Jetzt fangen wir einfach mal an. Erster Teil, San Francisco. Was muss man hier alles machen? Viel Spaß. So, erster Teil. Also, das ist natürlich ganz einfach und zwar als erstes, das ist ein absolutes Muss, das absolute Wahrzeichen von San Francisco, die Golden Gate. Hier gibt es 2 Möglichkeiten, der Sache sich zu nähern. Und zwar einmal an dem Punkt, wo ich hier stehe. Das ist von der Stadt aus entfernt. Ich schwenke mal ganz kurz rum. Alcatraz komme ich später noch und hinten sieht man San Francisco. Also von dieser Seite aus. Aber meine persönliche Empfehlung ist, fahrt über die Brücke rüber aus der Stadt raus und dann auf die andere Seite. Dieser Ausblick ist 1000-mal besser. Wie eingangs in dem Clip erläutert, möchte ich euch mal ein paar besondere Sachen vorstellen. Also Sachen, die wir zum Beispiel mit Incentive-Gruppen machen, wenn wir nach San Francisco gehen. So, also neben dem ganzen Programm, was man machen kann von Cable Car, klar, muss man mal gemacht haben, muss man mal gefahren sein. Neben Fisherman's Wharf, klar, muss man da mal lang flaniert sein, man kann auch verschiedene Restaurants besuchen. Ist auch ganz klar, macht man mit, will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, sondern ich möchte euch gerne 2 Programme vorstellen, die ein bisschen besonders sind, ein bisschen originell. So, Punkt 1. Amerika, absolute Freiheit, mein Tipp, Harley-Davidson-Tour.
Ich zeige euch hier gerne mal ein paar Fotos, was man machen. Man kann hier starten nach ein, zwei Tagen San Francisco Downtown Programm. Dann mietet man sich die Harleys in der Gruppe und macht eine ganz entspannte Tour. Wir fahren maximal 50 bis 100 Meilen am Tag, dass es für die Leute wirklich relaxed ist und erleben somit wirklich diesen Freiheitstraum von Amerika. Also Harley-Davidson Tour kann ich euch wirklich nur empfehlen. Ist natürlich nicht geeignet für 200 Personengruppen, sondern kleine, schnuckliche, individuelle Incentives. So, kommen wir zu meinem zweiten Tipp. Zweiter Tipp. Sport und Amerika, wir wissen alle, das ist speziell für uns Europäer, weil wir sind ja eher die Fußballverwöhnten und hier geht es ja eher darum, American Football, Basketball ist natürlich eine Riesennummer, Eishockey, das können wir als Europäer noch nachvollziehen, da sind wir ja auch ganz gut dabei, aber wo wir gar keinen Bezug zu haben und deshalb muss man es unbedingt machen, das ist Baseball. Baseball, hier natürlich in San Francisco, die Giants, das ist natürlich eine Riesenmarke, ein Riesenbegriff und hier könnt ihr selber mit eurer Gruppe Folgendes machen, das geht nicht für Einzelteilnehmer, sondern nur für Gruppen, wie wir sie organisieren, für die Incentive-Reisen und zwar ein Baseball-Training. 2 Stunden intensiv, mit richtig viel Spaß, mit richtig viel Fun auf dem Platz, also wirklich für Einsteiger. Das ist gemacht für Leute, die noch nie eine Baseballkeule in der Hand hatten und noch nie den Ball getroffen haben. Und kann ich euch nur empfehlen, ein Baseballtraining ist echt was Originelles, was Witziges, was anderes, wo man für 2 Stunden die Leute richtig gut abholt. Auf zum nächsten Tipp. Wenn ihr mein Video gesehen habt von Chicago, habt ihr die Story gehört, Al Capone, Gangster-Tour und so weiter. Wenn nicht, schaut euch danach gleich nochmal an. Jetzt schlage ich ein bisschen von Chicago die Brücke nach San Francisco und zwar zu Alcatraz. Das ist die Insel, die Gefängnisinsel, die weltbekannte. Und diese Tour müsst ihr unbedingt machen. Es gibt die am Tag, aber es gibt sie auch am Abend, wenn es dunkel wird. Das ist natürlich noch ein bisschen der Gruselfaktor höher. Aber das kann man auf jeden Fall auch sehr exklusiv machen. Ist richtig gut. Und was da abgeht, das zeige ich euch mal jetzt. Alcatraz. In weniger als 20 Minuten fährt man vom Festland zur weltberühmten Gefängnisinsel. Ab 1934 war Alcatraz das berüchtigste Hochsicherheitsgefängnis der USA. Hier kamen nur die ganz schweren Jungs hin. Insgesamt 1576 Häftlinge waren auf Alcatraz inhaftiert, davon nie mehr als 302 gleichzeitig. Die Tour auf Alcatraz ist absolut zu empfehlen. Es ist auf jeden Fall ein Programm, was man tagsüber einbauen kann. Es gibt aber noch eine weitere Option, wie man es zum Beispiel auch an einem Abend machen kann. Spannend ist hier einfach zu erfahren, wie haben die Insassen gelebt. Ich meine, einer der bekanntesten war sicherlich Al Capone, kleiner Sidekick zu meinem Video nach Chicago, der hier gelebt hat und die haben alle quasi in solchen kleinen Zellen erlebt. Ein paar kleine Fakten erzähle ich euch gleich noch, hier nochmal ein kleiner Eindruck vom Zellengang, hier auch genannt der Broadway, weil hier sind alle neuen Insassen erstmal angekommen und durften hier im Adams-Kostüm einmal durchflanieren. Und alle bereits Insassen, die schon hier sitzen, wurden dann von dem begrüßt. ...1963 wurde dann Alcatraz als Gefängnisinsel geschlossen. Die Kosten einfach der Instandhaltung waren viel zu hoch. Das Salzwasser, die Luft haben permanent an den Gebäuden, an den Eisen gearbeitet. Und man hatte ausgerechnet, dass eine Nacht im Waldorf Astoria in New York günstiger wäre, also die Gefangenen dort zu unterbringen, als hier in Alcatraz. Und so wurde es dann 1963 geschlossen. In den 70er Jahren dann umfunktioniert zur Museumsinsel, sodass man das heute noch wunderbar erleben kann. Die Kategorie Restaurant-Tipps, die ist ja in dem Blog auch immer sehr beliebt. Und eins habe ich für euch. Man muss dazu sagen, alle großen Star-Köche haben in San Francisco ein Restaurant. Wir haben über 50 Sterne-Restaurants, wo es wirklich die beste Küche geboten wird. Einen kleinen Tipp habe ich für euch, und zwar Foreign Cinema. Ein ehemaliges Stummfilmkino, was jetzt ein Restaurant ist, wo man allerdings Monate im Voraus reservieren muss. Dafür ist das Ambiente spitzenmäßig. Dafür ist das Essen spitzenmäßig und dafür ist der Service einfach traumhaft. Wie es ausschaut, ich zeige euch gerade jetzt hier schon mal ein paar Bilder vom Foreign Cinema. Unbedingt vorher reservieren und dann ganz netten Abend dort erleben. Also das ist mein persönlicher Restaurant-Tipp für euch. Eine sehr gute Alternative für ein Restaurant ist ein Weingut im Norden von San Francisco. Herzlich willkommen im Napa Valley, hier im Weingut Arteza.
Das ist hier der Stoff, worum es sich hier dreht. Und ich führe euch jetzt mal hier ein bisschen rum und zeige euch mal, warum ihr genau dieses Weingut wählen sollt, als eines von über 600, die ihr hier wählen könnt. Viel Spaß bei der kleinen Tour übers Weingut. Das moderne und extravagante Weingut wurde in den 90er Jahren gegründet. Über 30 Millionen US-Dollar wurden in den stylischen Bau investiert, der sich perfekt für stilvolle Abendevents von 2 und bis zu 300 Personen eignet. Besonders eindrucksvoll ist auch die Rückfahrt nach San Francisco. Die abendlich beleuchtete Skyline hat eine ganz eigene Faszination. Kommen wir nun zum zweiten Teil meines Clips. Wir gehen jetzt von der Lifestyle-Metropole San Francisco, hier mit der Golden Gate, rüber in Silicon Valley zu den ganzen Startups und zur Stanford University. Und was das alles miteinander zu tun hat, also Startups, große Unternehmen wie Google, Apple, Uber und so weiter und so fort und die Stanford University, das erfahrt ihr jetzt im zweiten und meiner Meinung nach noch viel interessanteren Teil zum Clip San Francisco und die Region hier drumherum. Viel Spaß mit dem zweiten Teil. Circa eine Stunde benötigt man von San Francisco in das Silicon Valley. Man liest viel darüber, man hört viel darüber. Ich zeige euch heute einmal, wie es genau in der Heimat der großen Technologiegiganten ausschaut. Damit wir so viele spannende Informationen wie möglich an dich oder unsere Gäste weitergeben können, plane ich schon die Fahrt nach Stanford mit Studenten der Stanford University. An der privat geführten Universität in der Nähe von Palo Alto sind mehr als 16.000 Studenten eingeschrieben, die einen Betreuungsschlüssel hochqualifizierter Lehrkräfte von sage und schreibe 1:1 genießen. Damit ist sie eine der forschungsstärksten Unis der Welt. Seit ihrer Gründung wurden 30 Lehrkräfte mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Mit einem Stiftungsvermögen von etwa 18 Milliarden US-Dollar ist die Stanford University dazu eine der reichsten Hochschulen der Welt. So, ich glaube, ich habe ein neues Lieblingsprogramm in den USA, und zwar Silicon Valley Tour. Und Silicon Valley Tour, klar, fallen sofort ein, die ganzen Startups, also natürlich auch alteingesessenen Apple, Google und so weiter und die ganzen Startups, die aufeinandertreffen. Und zwar, auf wen treffen die genau? Auf die ganzen Studenten. Und was ich hier mache, ich bin gerade in Stanford University. Und diese Kombination, dass man zuerst sich, sag ich mal, das ganze Gelände der Universität, einer der bekanntesten der Welt, anschaut mit über 12.000 Studenten und dann natürlich auf Startups trifft. Und diese Kombination können wir organisieren. Und das ist jetzt hier der Auftakt an der Universität. Super spannend, kann ich nur empfehlen. Also, mein neues Lieblingsprogramm. Hier haben wir es endlich. So, Plug and Play. Ja, hier sind wir so ein bisschen so in dem Epizentrum vom Silicon Valley, denn hier in diesem Gebäude hinter mir erleben die Teilnehmer so einen richtigen Pitch von Startups. Also bei Plug and Play passiert Folgendes: Auf der einen Seite gibt es die, die die Ideen haben, also die Startups, und auf der anderen Seite gibt es die, die das Geld haben. Also Venture Capital. Und die treffen sich hier. Das heißt, Plug and Play kümmert sich genau darum hier im Silicon Valley, dass genau die beiden Komponenten möglichst gut zusammenkommen und die Produkte, Ideen, Dienstleistungen möglichst perfekt auf dem Markt landen. Also, hier gibt es die Möglichkeit für alle Unternehmen, die wirklich so ein bisschen hinter die Fassade schauen wollen, im Silicon Valley hier mal richtige Pitches zu erleben. Machen wir gern für euch möglich. And then there are other people who say, AI is not going to do anything to my job. My job is safe. By the way, 82% of all Americans say, yeah, AI will massively change how we work, but it will not affect my job. That's very unlikely. The same way that most college students in the US, the male ones, think their level of attractiveness. Natürlich zeigen wir bei dieser Tour zum Abschluss auch die großen Headquarters der weltweit bekannten Unternehmen und runden somit einen spannenden Tag im Silicon Valley ab.
Mein Clip San Francisco und Silicon Valley geht an dieser Stelle langsam aber sicher zu Ende. Ich hoffe, dass dir meine Tipps gefallen haben. Und wenn du mal mit deiner Firma oder mit Kunden eine Reise planst in Silicon Valley oder hier nach San Francisco, würde ich mich sehr über eine Anfrage freuen. Wenn du noch Ideen brauchst oder auch Ideen hast, sehr gern, schreib mir oder schreib sie gleich hier unten in die Kommentare. Und da sage ich vielen Dank. Bis zum nächsten Film. Euer Sascha Heide. Viel Spaß und viele Grüße von der Golden Gate aus San Francisco.